Hey YouTube, willkommen zu Tag 2 von meinem Vlog. Okay, heute ist ein spezieller Vlog. Heute ist nämlich die Sommerfeier von unserer Schule, der SAE. Und die ist hier am Mauerpark, wo wir heute uns ein bisschen umschauen. Umschauen werden wir uns nicht mehr, es ist schon zu spät und zu dunkel. Aber ich wollte euch schon erzählt haben, was wir hier machen. Wir sind am Mauerpark und wir kriegen 5 Freigetränke und so viel fressen, wie wir wollen. Genau das Richtige für unseren Vlog. Nicht so viel fressen, wie wir wollen. Dafür so viel Wasser trinken, wie ich will. Aber 5 Getränke nur. Fuck! Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt los und gucken uns das an, was da so abgeht. Wir sind am Mauersegler. Gucken uns an, wie die Atmosphäre, wie die Stimmung dort ist. Voll Totenstille. Keine Ahnung, was da los ist. Ach ja, und mein Kameramann ist übrigens Tim gerade gewesen. Vielen Dank, Tim. Kein Problem. Bam! Und dann zeigen wir ihn noch kurz. Woo, da ist der Gute. Voll der schicke Junge, ist noch Single, sucht eine Freundin. Ja. Falls ihr Interesse habt, meldet euch. Okay, wie ihr sehen könnt, ist das hier der Mauerpark, an dem wir gerade unterwegs sind. Hier ist eine super Aussicht. Oh Gott, ey, wir packen uns garantiert gleich auf die Fresse. Ey, Tim, pass bloß auf, Mann. Wenn du abrutschst, ey, dann nimmst du mich mit. Wow! Ich rutsch nicht ab. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, die Sache wird schneller. Wenn du abstürzt. Oh, ey, oh, locker, Mann. Also, wow! Okay. Oh, fuck. Ich kann nicht mal erkennen, ob man irgendwas auf dem Bild sieht. Ich muss im Automatikmodus aufnehmen. Kamera, wow! Wow, damit die Kamera überhaupt irgendwas aufnimmt. Und naja, wir laufen gerade halt den Berg runter. Ah, ich habe eine Message bekommen von. Ah, okay. Einer meiner Schauspieler, der in beiden meiner ersten Projekte, die ich in der Schule gemacht habe, mitgespielt hat, hat gerade geschrieben. Ich hatte ihm heute Morgen den Tag 1 vom Vlog geschickt und da hat er darauf reagiert mit ein paar netten Worten. Voll cool von dir, Richard. Danke dir. Okay, hier noch mal ein paar Eindrücke vom Park. Voll der geile Park, so im Sonnenuntergang, ne? Auch immer gute Stimmung. Wenn man gute Musik hören will, kann man herkommen und kriegt sie kostenlos und kann noch ein paar Leute kennenlernen. Okay, und wir gehen langsam wieder zu Richtung unserer Partyveranstaltung beim Mauersegler, war das richtig? Ja, beim Mauersegler. Und ja, mal sehen, ob da noch was geht heute am Party. Es soll wohl bis 2 Uhr gehen. Bis jetzt ist es ein gemütliches Beisammensitzen und Chatten und alle sind mit Fressen beschäftigt. Alle sind mit Fressen beschäftigt. Und ich habe heute Mittag so einen Gemüseteller mit ein bisschen Sucuk drin gegessen. Das ist machbar, das ist okay. Von der Menge her. Aber hey, es riecht überall nach Grill, nach Fleisch, nach Fett. Oh, um die Zeit kann ich halt nichts mehr essen. Okay, hier ist noch eine fette Pfütze, der ich ausweichen muss. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, wir waren schon da und wir sind jetzt auch wieder drin, Mauersegler. Hier geht voll die fette Party ab, wie man sehen kann. Aber hier ist auch der Außenbereich, wo eher so gechattet wird und gemacht wird. Viele coole Leute unterwegs. So, hier ist mein Schulleiter, mein ehemaliger Schulleiter. Hallo, bist du aus dem Pocket? Ja, ich nehme mit dem aus dem Pocket auf, deswegen grüße an den aus dem Pocket. Mit dem schönen Gimbal, ne? Genau. Schön verfolgt. Der ist jetzt gerade aber im FPV-Modus, dass ich den wie ein Kameramann kann. Ganz tolles Teil. Auf jeden Fall, kann ich schon. Okay, das war der Peter, das ist der leider ehemalige Schulleiter. Unsere neue Schulleiterin ist auch cool, aber Peter war der coolste Schulleiter, den man, glaube ich, haben kann. So sieht es halt hier aus. Ich kann
Ihr seht gerade, die Leute sind halt am Essen und Trinken. Haben Spaß hier. Ich weiß, ihr habt wahrscheinlich nichts im Mikrofon. Aber hey, es muss auch so gehen. Da sind meine Filmer. Wow! Da sind meine Filmer, zumindest eine. Voll fett in die Pfütze getreten. Ah, it was close. Hey, Gregor! What's good, bro? Okay, das ist unser Kumpel Greg, mit dem haben wir schon. Wie viele Projekte haben wir gemacht? Eine, fünf, drei, eins, zwei. Nee, so vier, oder? Auf jeden Fall anstrengende Projekte, die lange, längere Zeit in Anspruch genommen haben. Und wir beide rocken den Shit zusammen, oder? Genau. Ja. Und was machst du hier? Okay, ich muss noch ein bisschen weiter vloggen für meine Doku. Ja, auf jeden Fall, hier triffst du halt jeden aus deiner Schule, mit dem du auch nur mal fünf Wörter gewechselt hast oder so, und kannst halt hier so in einer nicht schulischen Umgebung mit denen connecten und reden. Geile Sache. Aber die Party ist überschaubar. Mit dir habe ich nächste Woche ein Projekt, aber übernächste.